Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wirbellosenparadies. Wie ihr seht, wir sind bei den Phasmiden und zwar bei der malaysischen Riesengespenstheuschrecke. Den lateinischen Namen blende ich einfach mal ein. Den werde ich mir heute mit meiner Schnupfnase sicherlich nicht antun. Aber ich kann euch noch ein bisschen was über diese schönen Tiere erzählen. Ihr seht im Bild, haben wir ja ein Weibchen. Darüber haben wir noch ein Männchen, das sich da etwas hinter den Blättern versteckt. Dort haben wir es. Ja, und nicht mich festhalten. Und ganz dort hinten haben wir noch ein zweites Weibchen. Jetzt nicht schimpfen mit den Blättern. Das habe ich extra so gemacht, damit wir die Tiere auch etwas sehen können. Das wird nach diesem Video gleich frisch gemacht und die Tiere können sich an den frischen Blattgrün satt fressen und groß und kräftig werden. Denn diese Tiere hier sind noch nicht ausgewachsen. Da fehlt noch eine Häutung. Und dann haben wir wieder ein schönes Zuchtpärchen für die nächste Generation. Ja, wie der Name schon sagt, stammen die Tiere aus Malaysia, leben in Baum- und Strauchvegetation. Das heißt, in großen, vollen Büschen mit der Futterpflanze. Dort leben sie ihre ganze Zeit. Die Weibchen haben Stummelschwänzchen, die Männchen haben voll funktionsfähige Flügel, wenn sie adult sind. So können die Männchen dann umherfliegen und viele Weibchen begatten. Und die Weibchen bleiben meistens auf der Futterpflanze sitzen und fressen dort. Und fallen natürlich nicht auf durch ihre Färbung. Weibchen können zwischen 15 und 18 cm groß werden, meistens so 14-15 cm. Die Männchen sind etwas kleiner, um die 9 cm. Wie es so eben ist bei unseren Phasmiden, die Weibchen sind wieder ein bisschen korpulenter, die Männchen etwas schlanker und sportlicher. Die Entwicklungsdauer im Ei dauert zwischen 8 und 12 Monaten. Da kommt es natürlich wieder darauf an, wie werden unsere Eier gehältert, wie warm haben sie es und. Ihr kennt die Geschichte, machen wir es schnell warm, werden die Tiere natürlich auch schneller fertig. Haben wir es kühler, dauert es länger. Gefuttert wird Brombeere, Eiche, Rosengewächse, kennt ihr alle schon. Eine Besonderheit bei den Tieren ist, dass die Weibchen eine Häutung länger, also eine Häutung mehr haben als die Männchen. Die Männchen haben 6. Die Weibchen haben 7, so dass wir wieder ein bisschen darauf achten müssen, dass wir unsere Männchen etwas kühler halten. Wenn wir paaren wollen, wenn wir züchten wollen, dann müssen wir die Männchen etwas kühler halten, damit sie sich nicht zu schnell entwickeln. Ja, wenn die Tiere dann ausgewachsen sind und dann sich gepaart haben, das Weibchen klettert dann an den Futterästen runter und legt mit seinen Liegestacheln die Eier in den Bodensubstrat ab. Das heißt, wenn das nachher soweit ist, wir die Paarung gesehen haben, müssen wir den Bodengrund entweder erhöhen oder wir stellen eine große Dose rein, die so 15 cm Höhe haben sollte. Da drin ist ein Sand-Erde-Gemisch und da drin legen die Tiere ihre Eier ab. Wir müssen darauf achten, dass dieses Substrat etwas feuchter ist, weil sonst legt das Weibchen seine Eier nicht ab, klettert an einer anderen Stelle und legt die Eier dort ab, wo es eben etwas feuchter ist. Habe ich auch schon erlebt. Ich habe eine Dose drinne gehabt, eine große, eine Keksdose, die war, was weiß ich glaube 20 cm breit im Umfang und 16, 17 cm hoch. Hatte da die Erde Sandgemisch drinne, aber das war ja anscheinend nicht feucht genug. Sie ist dran vorbeigeklettert und hat die Eier unter die Dose gelegt, wo dann der Substrat 5 cm hoch war. Aber da war es eben etwas feuchter und das fand sie eben gut. Ja, die Tiere kommen aus dem tropischen Gebiet, das heißt, dort brauchen wir wieder eine höhere Luftfeuchtigkeit.
Am Tag sollte sie zwischen 60 und 70 liegen, in der Nacht zwischen 90 und 100. Das heißt, wenn wir abends einmal schön mit lauwarmem Wasser sprühen, ist das für die Tiere ideal. Staunässe sollten wir wieder vermeiden, das kennt ihr schon. Und Futter müssen wir halt so oft wechseln, wie sie es fressen. Also die hauen wirklich gut rein, die haben richtig schön gesunden Appetit. Und ja, es sind wirklich, wirklich schöne Tiere. Beim Hantieren sollte man etwas aufpassen, denn wie ihr sehen könnt, haben die Tiere hier richtig schöne lange Stacheln und wenn sie sich erschrecken, da geht schon los, dann kneifen sie damit ordentlich zu. Deswegen sollten wir immer aufpassen, dass wir nicht die Finger genau drinne haben, wie in einen Nussknacker. Wenn man überlegt, dass dieses Tier jetzt noch eine Häutung vor sich hat, ist das jetzt schon wirklich eine schöne Größe. Ich werde mal kurz ein Stück zurückzoomen. So. Ja, der Nachteil ist leider bei diesen schönen Tieren, dass sie nachtaktiv sind. Das heißt, am Tag werden wir dort nicht viel Bewegung finden. Also es sind keine Tiere, die jetzt sehr viel im Becken herumkriechen, sondern wirklich nachts. Wenn jemand sagt, Mensch, gut, ich bin eine Nachteule, dann habe ich ein bisschen was davon. Oder ihr arbeitet irgendwo im Büro nachts. Gibt es ja Leute auch. Oder die Studenten unter euch, die dann nachts mal für eine Klausur pauken. Dann können wir uns die schön irgendwo neben den Schreibtisch stellen. Können vielleicht ein kleines LED-Lämpchen draufsetzen, so dass man vielleicht etwas sehen kann. Und dann hat man auch ein bisschen was davon. Ja, wirklich schöne, beeindruckende Tiere. Mit zu den größten Gespenstschrecken, die es gibt. Es gibt bestimmt noch einige mehr. Alcantara fällt mir zum Beispiel ein. Das ist auch eine richtig schöne große Art. Die ist aber leider eben nur braun. In den kleinen Formen sind sie auch ein bisschen grün gefleckt und so. Aber nachher sind sie eben durchweg braun. Aber es gibt bestimmt noch ganz viele tolle Phasmidenarten da draußen, die wir noch gar nicht kennen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich könnte den Tieren jetzt hier wirklich stundenlang zugucken, weil ich die einfach faszinierend finde. Denn jetzt war gut, ich habe sie jetzt ein bisschen aufgeschreckt durchs Hantieren. Aber so ist es eben schon mal interessant, wie diese Tiere sich so bewegen und so. Ich rede jetzt ein bisschen leiser, was eigentlich totaler Blödsinn ist, aber ja, einfach der Hit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, das Special, das Gewinnspiel ist bald dran. Nutzt eure Chance. Von diesen Tierchen habe ich sogar, glaube ich, noch welche zur Abgabe. Einfach in den Shop bei uns vorbeischauen. Wirklich schöne Tiere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.